Okay, keine Batterie mehr, nichts. Sehr schön. Also ich schätze einfach mal, ich muss da lang. Denn sonst suche ich hier mich des Todes ab. Ich denke mal, wahrscheinlich ist das Spiel eh gleich fertig. Na, das ist echt beschissen. Wo soll ich denn bitte hin? Man sieht ja nichts. Als ob der nicht hinterherkommt, Junge, ich bin halb tot. Wieso kann der nicht einfach sterben? Oder er soll mich doch sterben lassen, bitte. Wo lang? Really? Ist das dein Ernst? It's game, Alter. Go, 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 Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Es ist, als ob der nicht hinterherkommen würde. Ich bin so langsam. Es ist falsch. Schon wieder falsch. Wo lang? Oh ja, wow. War eine fucking Tür. Der hat mich doch gleich. Raus. Raus. Oh. Ich möchte bloß nach Hause zu Lisa, Mann. Das kann es doch echt nicht mehr sein. Warum habe ich eigentlich keine Batterien mehr? Hat der Typ mir alle weggenommen, oder wie? Come on, exit. Für diese Tür ist ein Schlüssel benötigt. You are here. Mailboard administration block. Oh Mann. Das kann doch echt nicht euer Ernst sein. Mich so verkrüppelt noch einen Schlüssel suchen zu lassen. Vor allem immer noch gejagt zu werden. Ich bin halb tot. Und der ist ganz tot. Okay. Das nenne ich mal Kunst.
Blaubartsfrauen. Körper hängen von der Decke wie nasse Wäsche, wie gehäutete Hasen. Verstümmelte Männer gejagt und ermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt, er erschafft keine Frauen, um ihm Kinder zu gebären. Er schafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen Beweisen, dass er je existierte, bis auf die Grundmauern abbrennen, die Murkoff Corporation vernichten, ihn in Schande begraben, ihnen das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, dass die Therapie habe ihm geholfen. Es stinkt alles nach dem Tod und Angst. Piss und kupfernes Blut, Fleisch, das zu Aas wird. Wie verdammt krank muss man sein? Was? Salut, ça va? Französisch? Really? Na! Fuck you! Lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Den anderen Weg oder was? Komm! Wo lang? Hier durch, oder? Nee, nicht. Nee, das war falsch, glaube ich. Wohl? Nee, das war richtig. Hier braucht man ja, glaube ich, den Schlüssel. Oder? Bin ich doof? Ist noch eine Batterie. Exit. Tür. Oh mein Gott! Mann, ich habe echt keine Lust mehr. Du bist ein Arsch. Und jetzt hängt er mich auf. Wollen wir? Ja, klar. Muss doch nicht sein, Junge. Ich will doch nicht sterben. Hold still. God damn it, what are you? Oh, damn it, darling. No, you need to behave. Could have been beautiful.
shit. Ich glaube, das war's mit dir. Alter. Nicht schön. Der Witwer. Er ist tot. Der Amateurchirurg. Künftiger Vater. Ehemann. Seine Eingeweide zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Yay, er ist tot. Sorry, musste sein. Ich muss doch das Zeug auch mal ein bisschen ausprobieren. Davon Gebrauch machen. Von wo sind wir jetzt gekommen? Bitte nicht noch jemand. Hier. Exit. Bitte. Lass es doch endlich mal vorbei sein. Oh shit. Die Anstalt brennt. Eine brennende Kirche. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Ich glaube, so langsam war's das. Even took his damn pants. Tell you one thing. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. Not all of them attached to a man. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. No, Leute. Nicht ohne mich. Dienend beschützt private Polizisten, Söldner, private Armee, wie auch immer die sich jetzt nennen, sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus kommen. Leute. Ich bin hier! Alter... Hier ist noch eine Akte. Betreff Rudolf Wennekes Ausstieg. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wennecke aus den tragenden und finanziellen Systemen von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten 14306-8, 14279-1 und 14868-1, ich glaube, das sind wir, bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt und über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressourcen ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, so dass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll Helen Granite, Murkoff-Abteilung für juristische Schadensbegrenzung.
So, Wernicke wollte hier auch verschwinden. Aber dann wurde er auch eingeliefert. When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to see what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.